Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Basti liest. Es geht weiter mit Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ich denke auch, dass das unsere letzte Episode hier sein wird. Ich hoffe, ihr seid auch auf das spannende Finale gespannt. Unsere Freunde sind auf dem Waldplaneten Endor und wurden gerade von den Ewoks gefangen genommen, aber C-3PO hat befohlen, dass die Ewoks seine Freunde freilassen. Die Älteren der Ewoks sprechen mit C-3PO. Danach ruft er: Wunderbar, jetzt haben sie uns in ihren Stamm aufgenommen. Leia geht mit Luke nach draußen. Sie fragt: Luke, was ist los? Luke zögert und sagt dann: Vader ist hier. Jetzt, auf diesem Mond, deshalb muss ich gehen. Ich muss mich ihm stellen. Warum denn? Er ist mein Vater. Dein Vater? Wiederholt Leia atemlos. Das ist doch nicht alles, sagt Luke. Das wird jetzt schwer für dich, aber du musst es wissen. Wenn ich nicht zurückkomme, bist du die einzige Hoffnung für die Allianz. Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie, er sieht sie an und fügt hinzu, und meine Schwester hat sie auch. Leia schaut ihn tief in die Augen. Ja, sagt Luke, das bist du, Leia. Ich weiß, irgendwie habe ich es immer gewusst. Luke umarmt seine Schwester, dann geht er durch den Wald davon. Die Rebellenflotte bereitet sich auf den Flug zum Todesstern vor. Im Cockpit des Millennium Falcons sitzt Lando Calrissian mit seinem Co-Piloten, einem Sulustaner namens Nim Nub. Hinter ihnen überprüfen zwei weitere Rebellen die Navigation und Schildsysteme. Lando steuert den Falken an den größeren Schlachtkreuzern vorbei. Hinter ihm fliegt eine Staffel Sternjäger mit X-Flüglern, A-Flüglern, B-Flüglern und Y-Flüglern. Admiral, wir sind auf Position, meldet Lando in seinen Comlink. Die Leitung des Todessternangriff hat der Mon Calamari-Admiral Akbar. Seine Stimme tönt jetzt über den Lautsprecher. Alle Gruppen Angriffskoordinaten einnehmen. Nim Nub ist nervös, doch Lando sagt, mein Freund ist da unten. Er wird den Schild rechtzeitig deaktivieren. Und dann vollzieht die gesamte Rebellenarmada den Sprung in den Hyperraum. Die Flotte verlässt den Hyperraum und die Rebellenschiffe nehmen Kurs auf den Todesstern. Von seinem Kommandokreuzer aus sagt Admiral Akbar, möge die Macht mit uns sein. Im Cockpit des Falken kann Nim Nub keine Messwerte für den Energieschild des Todessterns ermitteln. Wir müssen doch irgendwas messen können, sagt Lando. Nim Nub antwortet in seiner Muttersprache und Lando entgegnet, wie sollen sie uns denn blockieren, wenn sie gar nicht wissen, dass wir kommen? Und dann begreift er, das Imperium weiß, dass sie auf dem Weg sind. Angriff abbrechen, brüllt er, das Schild ist noch aktiv. Der Falke und die Sturmjäger der Rebellen drehen ab, um nicht gegen das Energieschild zu prallen. Das ist eine Falle, stellt Admiral Akbar fest. Der Falke und die übrigen Schiffe sind geradewegs in einer Marder aus Sternenkreuzern geraten. Da sieht Lando hunderte von T-Jägern, die Kurs auf die Rebellenflotte nehmen. Es sind zu viele, schreit der Rebellenpilot. Gleich darauf wird sein Schiff vom feindlichen Feuer getroffen und explodiert. Dann gibt Lando den Befehl, auf Angriffsgeschwindigkeit beschleunigen. Da wird die Rebellenflotte mit einem Mal von einer Explosion erschüttert. Ein Kreuzer fliegt in die Luft, Lando ist fassungslos. Das kam vom Todesstern, ruft er. Das Ding ist in Betrieb. Admiral Akbar ordnet an, alle Schiffe fertig machen zum Rückzug. Hahn wird dieses Schild deaktivieren, verspricht Lando. Wir müssen ihm nur mehr Zeit geben. Als Vader Shuttle auf dem Waldmond aufsetzt, wagt ein Kampfläufer auf die Landerampe zu. Vader steigt aus. Die Einstiegsluke des Läufers gleitet zur Seite und dort steht Luke Skywalker. Ein Offizier meldet, dieser Rebell hat sich uns ergeben. Er war nur hiermit bewaffnet. Der Offizier übergibt Vader Lukes Lichtschwert. Vader aktiviert die leuchtend grüne Klinge. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Jetzt bist du so stark, wie der Imperator es vorhergesagt hat. Erforsche deine Gefühle, Vater, sagt Luke. Ich spüre deinen Konflikt. Befreie dich von deinem Hass. Für mich ist es zu spät, Sohn, erwiderte Vader. Der Imperator wird dir die wahre Natur der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Meister. Dann ist mein Vater also wirklich tot, stellt Luke traurig fest.
Prinzessin Leia, Han Solo, Chewbacca und die Kommandotruppe der Rebellen brechen in den Bunker mit dem Schildgenerator ein. Sie sind kurz davor, den Bunker in die Luft zu sprengen, da kommen imperiale Truppen und nehmen sie gefangen. Sie werden nach draußen geführt, wo sie sich vor mehr als 100 imperialen Truppen umzingelt finden. Aus dem nahen Wald beginnt C-3PO laut zu rufen, um die Aufmerksamkeit der Sturmtruppler auf sich zu ziehen. Als ein paar von ihnen ihn gefangen nehmen wollen, kommt eine Truppe Ewoks von den Bäumen gesprungen. Mit ihren Keulen, Steinen, Messern und Speeren fallen sie über die überraschenden Sturmtruppler her. Han und Chewbacca nutzen die Ablenkung, um zum Bunker zurückzulaufen und dort mehrere Sprengsätze anzubringen. Han läuft nach draußen und ruft: "Schnell, nichts wie weg hier!" Die Rebellen bringen sich in Deckung. Im nächsten Augenblick fliegt der Bunker und der Schildgenerator in die Luft. Im höchsten Turm des Todessterns betreten Darth Vader und Luke den Thronsaal des Imperators. Vader übergibt seinen Meister Lukes Lichtschwert. "Willkommen, junger Skywalker", sagt der Imperator. "Ich freue mich darauf, deine Ausbildung zu vollenden. Nicht mehr lange und du wirst mich Meister nennen." Luke handelt schnell. Mit Hilfe der Macht holt er sich sein Lichtschwert vom Thron des Imperators zurück. Dann verwickelt er seinen Vater in einen heftigen Zweikampf. Luke treibt Vader zurück bis zur Treppe und schlägt ihn nieder. "Gut, dein Hass hat dir Kraft verliehen", krächzt der Imperator. "Und jetzt füg dich deiner Bestimmung und nimm den Platz deines Vaters an meiner Seite an." Da trifft Luke eine schicksalshafte Entscheidung. Er wirft sein Lichtschwert fort und sagt: "Ich werde niemals zur dunklen Seite übertragen. Ihr habt versagt, Hoheit. Ich bin ein Jedi, wie es mein Vater schon war." Der Imperator erwidert: "Wenn du dich nicht bekehren lässt, wirst du vernichtet." Er streckt seine knorrigen Finger zu Luke hin, blaue Lichtblitze schießen aus den Händen des Imperators und Luke wird von kinetischer Energie umgeben. Während die Blitze seinen Sohn zucken lassen, müht sich Vader wieder auf die Beine. "Du Narr", spottet der Imperator, erst jetzt, wo es mit dir zu Ende geht, begreifst du. Noch mehr blaue Blitze durchzucken Luke. "Deine schwachen Fähigkeiten können es mit der Kraft der dunklen Seite nicht aufnehmen", sagt der Imperator. Mit letzter Kraft streckt Luke die Hand nach Vader aus. "Vater, bitte", stöhnt er, "hilf mir." Der Imperator bereitet den letzten tödlichen Stoß vor und knurrt: "Und jetzt, junger Skywalker, wirst du sterben." Luke wird von einer qualvollen Welle von Blitzen getroffen. Seine Schreie hallen durch den Thronsaal. Darth Vader sieht weiter nur tatenlos zu. Doch dann geht eine Wandlung in ihm vor. Trotz all der furchtbaren Dinge, die er in seinem Leben getan hat, wird ihm plötzlich klar, dass er dem Imperator nicht erlauben darf, seinen Sohn zu töten. In diesem Augenblick ist er nicht mehr Darth Vader, er ist Anakin Skywalker. Er packt den Imperator von hinten und stößt ihn in den Schacht. Beim Sturz in den Abgrund schreit der Imperator laut auf. Dann explodiert sein Körper und setzt dunkle Energie frei. Durch den Thronsaal schießt ein gewaltiger Luftstoß. Verletzt kriecht Luke zu seinem Vater und zieht ihm am Rand des Abgrunds weg. Admiral Akbar verkündet: "Der Schild ist deaktiviert. Angriff auf dem Hauptreaktor des Todessterns starten." Aus dem Falken meldet Lando: "Wir sind unterwegs." Der Falke schießt in den Lüftungsschacht. Die übrigen Rebellen folgen. Doch da haben sie auch noch 3 T-Jäger auf dem Fersen und gleich danach ein Trio von T-Abfangjägern. Lando bedient einen Schalter auf seinem Steuerpult. Dann sagt er in sein Comlink: "Heftet euch an die stärkste Kraftquelle. Das müsste der Energiegenerator sein." Als sie weiter auf dem Reaktorkern zusteuern, werden sie von hinten mit Laserfeuer beschossen. Der X-Flügler am Ende der Reihe wird getroffen und fliegt in die Luft. In einem Hangar des Todessterns schleppt Luke mühsam Darth Vader zum Shuttle. Vader lehnt sich gegen die Rampe. Von draußen sind weitere Explosionen zu hören. "Luke", keucht Vader, "hilf mir, die Maske abzunehmen." Behutsam hebt Luke den Helm und sieht zum ersten Mal das Gesicht seines Vaters. Anakin lächelt schwach und sagt: "Und jetzt geh, mein Sohn, lass mich alleine." "Nein", erwidert Luke, "du kommst mit mir, ich muss dich retten", wieder lächelte Anakin. "Das hast du bereits, Luke, du hattest recht." Er bekommt kaum noch Luft. "Du hast dich nicht in mir getäuscht. Sag deiner Schwester, du hattest recht. Anakin Skywalker ist tot." Luke steuert das Shuttle weg vom Todesstern. Der Falke fliegt in den Reaktorkern des Todessternes. Lando feuert die Geschosse ab und trifft zielgenau.
Hinter ihm verglüht ein T-Abfangjäger. Der Falke hat es eben in den Tunnel geschafft. Da füllt sich der gesamte Reaktorkern mit überhitzten Gasen, die den Sternenschiffen hinterherströmen. Hinter dem Falken wird die starke Hitzewelle einem weiteren T-Abfangjäger zum Verhängnis. Er verwandelt sich in einen Feuerball. Eine Welle von Stichflammen schießt aus der Ventilatoröffnung, gerade als der Falke den Todesstern hinter sich gelassen hat. Lando stößt einen lauten Siegesschrei aus und der Todesstern fliegt in die Luft. Die Explosion ist so leuchtend hell und gigantisch, dass man sie sogar vom Waldmund aus sehen kann. Auf dem Waldmund ist es dunkel geworden. Luke kommt mit einer brennenden Fackel zu einem Holzscheit, den er auf eine Lichtung gestapelt hat, und zündet das Holz an. Oben auf dem Scheiterhaufen liegt sein toter Vater. Ganz allein steht Luke da. Er betrachtet das Feuer und spürt die Hitze. Die Flammen steigen immer höher. Über Luke explodiert Feuerwerk. Dann schießen Sternenjäger über den Himmel. Luke wird klar, dass seine Freunde feiern. Die Nachricht vom Sieg der Rebellenallianz hat sich schnell in der Galaxis verbreitet, bis zur Wolkenstadt nach Tatooine, Naboo und Coruscant. Als das Feuer runtergebrannt ist, macht sich Luke auf die Suche nach seinen Freunden. Hoch über den Waldboden findet im Dorf der Ewoks eine ausgelassene Feier statt. Alle Rebellen, selbst die Droiden, tanzen. Lando kommt dazu und wird von Han und Chewbacca freudig begrüßt. Dann erscheint auch Luke und seine Freunde laufen zu ihm und umarmen ihn. Luke entfernt sich ein Stück von den anderen und schaut zum Nachthimmel hinauf. Da sieht er drei schimmernde Erscheinungen. Yoda, Ben Kenobi und den jungen Anakin Skywalker. Luke hat recht gehabt, er ist ein Jedi wie sein Vater. Die Erscheinungen lächeln Luke zu. Lautlos versichern sie ihm, dass die Macht mit ihm sein wird. Immer. Leia stellt sich neben Luke und nimmt seine Hand. Dann gehen sie zu den anderen, sie feiern bis tief in die Nacht. Möge die Macht mit dir sein. Und damit haben wir Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, abgeschlossen. Das war Episode 5 der Star Wars-Saga. Ich habe noch Episode 6 mit Rey, mit der neuen Trilogie. Leider habe ich Episode 7 habe ich noch, das war ja Episode 6. Episode 8 und Episode 9 habe ich leider noch nicht als so ein kleines Buch in so einer Zusammenfassung gefunden. Sollte ich das finden, werden wir natürlich auch dieses zusammen lesen. Aber jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann in einem neuen Abenteuer wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.